Hallo Fische, herzlich willkommen hier zu deinem Es geht sich um dich Video, okay? Ich habe eine Sekunde den Faden verloren. Fische, es geht vor allen Dingen heute um dich, okay? Von dem Moment, was du vielleicht verstärken könntest, vielleicht verbessern könntest, okay? Was du loslassen dürftest, wenn du möchtest, welchen Weg gegangen werden darf, aber auch welches Ziel darf erreicht werden. Denk dran, jeder von euch hat unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche, naja, Erwartungen auch, okay? Jede Allgemeinlegung hat trotzdem immer was für dich. Pass es also an, okay? Möchtest du eine private Legung haben? Fische, schreib mich an und ich helfe dir gerne, okay? Fische, bist du bereit? Durchatmen. Also, hier und jetzt, im jetzigen Augenblick, im jetzigen Moment, ja? Wenn du vielleicht was mit Finanzen zu tun hast, wenn du vielleicht was mit Gerichtsurteilen, Papieren zu tun hast, wenn du vielleicht ein großes Projekt starten möchtest, eine Selbstständigkeit, eine Scheidung, okay? Egal was ist, die Hauptenergie im Hier und im Jetzt, ja, für dich bewusst oder auch unbewusst, ist wirklich die Karte der Gerechtigkeit. Das heißt, nicht nur einen gerechten Umgang mit sich selber zu haben, sondern auch den Mut zu haben, alles ins richtige Licht zu bringen, okay? Sei es in der Partnerschaft, weil du etwas gestehen möchtest, okay? Sei es in der Erziehung deiner Kinder. Es geht vor allen Dingen im Hier und im Jetzt, egal was deine Situation ist, darum, dich mit dir selber zu verpflichten, dich mit dir selber in einen Kompromiss zu bewegen oder zu bringen, mit dir selber immer im Einklang zu kommen, auf dem Floß zu schwimmen, dich treiben zu lassen. Die Klarheiten kommen von ganz alleine. Je ruhiger du bleibst, je bewusster du sein wirst oder sein möchtest, umso mehr wird sich im Hier und im Jetzt für dich Fische zeigen, dass deine Entscheidung die richtige ist oder richtige war, dass dein Weg nicht immer einfach gewesen ist, aber voller wunderschöner Momente, auch wenn es Tränen gab, okay? Wenn du vielleicht wirklich was mit Situationen zu tun hast, wo du gerne helfen möchtest oder Hilfe benötigst, im Hier und im Jetzt heißt es wirklich, jeden Kompromiss, den du eingehen wirst, wird wertvoll sein für deine weiteren Schritte, für deine weiteren Ereignisse, für die weitere Zufriedenheit vor allen Dingen, okay? Also das heißt nichts anderes wie, manchmal bedarf es göttliche Hilfe, manchmal bedarf es auf eine Nachricht zu warten, auf eine WhatsApp, auf einen Kommentar, was du liest, ja, auf eine Nachricht im Fernsehen vielleicht auch, um dir vor Augen zu halten, ja, was du da gerade machst. Sachen, die geheim sind, kommen ans Licht auch. Im Hier und im Jetzt werden sich einige Sachen für dich ändern und das finde ich geil. Aus dem Unmöglichen wird das Mögliche gemacht, okay? Was du vielleicht stärken dürftest, wäre das Vertrauen in dich. Dich nicht zurückzupfeifen, ja? Weiterhin im Selbstbewusstsein zu bleiben, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast, okay? Die Strukturen, die du hast, ja, nochmal zu überdenken. Hast du gute Strukturen? Hast du gute Moralansätze? Hast du gute Absichten? Mega geil nach vorne. Hast du aber Momente in deinem Leben, ja, wo die Energie sagt, stopp, bleib ein bisschen stehen, dann mach das auch. Was du stärken darfst, ist auf der einen Seite ja deine Spiritualität, auf der anderen Seite die Veränderungen des Lebens anzunehmen. Was du stärken dürftest, wäre dein Mut noch in die Bereitschaft zu gehen, dein Mut noch dich weiterhin zu zeigen, dein Mut noch Strukturen umzuhauen, wenn sie nötig ist. Was du stärken dürftest, ist die Krisen, in denen du dich befinden könntest oder aus den Krisen, die du zurückgelassen hast, Stärke zu finden, Lösungen nicht zu finden, sondern die Stärke und den Mut zu haben, auch dich zu befreien, okay, und an das, was neu ist, zu gewöhnen oder zumindest eine Chance zu geben. Das heißt, im Hier und im Jetzt geht es um viele Geheimnisse, um viele unsichere Projekte, um viele Situationen, die die Außenwelt vielleicht nicht versteht, aber du und deine Familie, du und deine Kinder, du und dein Partner, du und dein Leben, du, ja. Auf der anderen Seite haben wir einen Fisch, der absolut noch einiges annehmen darf, und zwar heißt es Stärke, Mut, ja, für dich, aber auch für die Außenwelt, anderen Menschen zu zeigen, was es heißt, aus einem nicht erfüllten Traum einen erfüllten Traum zu machen, was es heißt, ja, die Entscheidung, die man getroffen hat, wirklich auch zu verfolgen oder auch wirklich gegen Wind und Wetter natürlich auch
Ja, standzuhalten, also wirklich zu verteidigen, meine ich damit, ja. Fische, deine Legung ist heute sehr abstrakt, weil ich sage dir Sachen und ich spüre im Hintergrund, ja, dass viele am Zweifeln sind. Zweifel nicht, lass es mir in deinen Kommentaren und ich antworte dir sehr gerne. Wichtig ist einfach nur, es ist für dich als bewusster Mensch, aber auch für dein Unterbewusstsein, okay? Und was du hier stärken darfst, ist einfach, dich zu trauen, Fassaden, Menschen zurückzulassen, die Mauern fallen zu lassen, ja, dritte Personen an den Nagel zu hängen, dich zu renovieren und deine Stärke, deine Willensstärke, deine Freiheit einfach an den Tag zu bringen. Nichts anderes, okay? Was du loslassen dürftest, ist eine Art der Unvernunft. Ja, also mit der Karte des Magiers haben wir eine sehr positive Karte, die davon spricht, der Magier hat die Fähigkeiten und die Kapazitäten, ohne Angst, ohne Reue, ja, ohne groß drüber nachzudenken, seine Ziele zu verwirklichen. Und hier geht es darum, was du loslassen darfst, ist die Zweifel. Ja, alle Ideen sollst du umsetzen. Du sollst loslassen die Angst zum Versagen. Du sollst loslassen, dass alles schwer ist. Es ist einfach. Alles, was du loslässt, wird dir viel Profit bringen. Das heißt, du bist realistisch, okay, du wirst auf einmal mehr Leichtigkeit spüren, du wirst auf einmal mehr Erfolge erzielen, du wirst auf einmal merken, dass das Loslassen einfach ein Teil ist, wo alles reguliert wird, okay? Loslassen darfst du Sorgen um die Kohle, loslassen darfst du von Erwartungshaltungen, loslassen darfst du von dem, was erwartet mich morgen, ja? Was ist mit diesen Menschen? Wie kann ich meine Zukunft besser kreieren? Loslassen darfst du alles, was dich daran hindert, die wundervolle Energie zu sein, die du eigentlich bist und die du sein möchtest, okay? Welchen Weg darfst du gehen? Den Weg der Ehrlichkeit. Was du nicht machen darfst, ist definitiv nicht auf Narzissten reinfallen, auch nicht narzisstisch sein, dich vor Egos zu schützen, deinen, aber auch von der Außenwelt, ja. Vorsichtig sein mit Verwünschungen, vorsichtig sein mit Narzissmus, vorsichtig mit Depressionen. Den Weg, den du gehen sollst, ist den Weg der Liebe, der Freiheit, der Sicherheit, der Gerechtigkeit, des Optimismus, dieser Fischenergie, die immer kreativ ist. Der Weg, den du nicht gehen sollst, ist den Weg der Abhängigkeit, ja, der Depressionen, den Weg der Manipulationen, den Weg der Falschheiten. Schau mal, ganz, ganz, ganz wichtig. Und das Ziel, was erreicht werden darf, ist immer wieder, ja, an deinen Projekten teilzuhaben. Dein Ziel ist vielleicht noch ein bisschen entfernt. Ja, dein Ziel ist vielleicht noch nicht ein bisschen, also noch nicht ganz greifbar vielleicht, ja, oder vielleicht schon greifbar, aber es fehlt noch ein kleines Detail. Es ist Latte egal. Dein Ziel darf sein, immer wieder in dich zu horchen und zu sehen, dass du aus der Sicherheit, aus diesen, die Zügel in die Hand zu nehmen, die Vergangenheit immer nur als Lernaufgabe anzusehen, wirst du deinem Ziel nicht immer näher kommen, sondern dein Ziel auch dauerhaft zu verwirklichen und dauerhaft in deinem Leben zu lassen. Das heißt, das Ziel hier und jetzt soll nicht sein, unbedingt ein Hotel zu kaufen, ja, oder jetzt 10 Kinder zu haben oder was weiß ich nicht, ja, der bekannteste Otto auf dieser Welt zu sein, sondern dein Ziel soll immer wieder sein, jede Lernaufgabe voller Stolz und Würde und Bewusstseins, energetischen Frequenzen wahrzunehmen. Dein Weg, dein Ziel darf sein, die Freiheit, die du dir eingestehen möchtest, auch nach außen zu tragen. Und dein Ziel darf sein, niemals aufzugeben, auch wenn es anfängt, schwer zu werden. Also wir haben eine Fischenergie, die ehrlich zu sich selber sein wird, immer treu zu sich selber sein wird oder ist auch, ja. Und eine Fischenergie, die nicht mehr in dem Nebel der Vergangenheit lebt, nicht mehr in dem Nebel der Angst lebt, nicht mehr in dem Nebel der Unvernunft lebt, sondern im Hier und im Jetzt erkennt, dass das, was er oder sie geleistet hat oder leistet, absolut wow ist. Ja, Fische Wahnsinn. Also ich finde es total genial. VFZWMKCE und J. Okay, die Zahl 8 könnte vielleicht von Bedeutung sein. Fische private Legung, schreibt mich an. Zielorientierte Therapie, schreibt mich an. Express Notfalllegungen für am gleichen Tag, schreibt mich an. Die kriegst du von mir auch selber noch am gleichen Tag, wenn ich spüre, dass deine Energie es benötigen. Okay? Fische, ich wünsche dir alles Liebe im Hier und im Jetzt. Also kommt alles wieder ins Gleichgewicht, wie es sein darf. Bleib einfach nur am Ball und verwirkliche alle deine Wünsche und Ziele, weil du hast es einfach in der Hand. Du hast es drauf. Also, was hält dich davon ab? Eigentlich nichts. Bis dahin, Fische. Bye.